Recht herzlich willkommen zur 252. Folge von Towns. Ja, wir sind hier im Keller unterwegs, haben letztes Mal schon geschaut, dass hier noch was los ist, also dass noch hier was geht. Schauen wir mal gerade beim Händler, der kriegt nur nicht mehr 48, sondern nur 43 Steine. Und was machen unsere Leute hier so? Oder ist ein Träger jetzt ein anderer geworden? Oder wie sehe ich das? Wir hatten nur letztens Träger hier, oder? War das nicht Träger? Träger sind das. Da hat doch einer noch nichts an, ne? Oder? Achso, den hatten wir auch schon nachgeguckt, ne? Jetzt haben aber alle was an, ne? Oder? Habe ich mich da irgendwie vertan? Wieso ist der jetzt der da? Der war doch da in der Mitte, oder wandelt der sich um? Kann natürlich auch sein, ne? Aber der hat gerade Steine gebracht, glaube ich. Dann läuft ja schon mal, ne? 40, genau, 3 weniger. Kommen wir mit hin. Hier ist ein bisschen dunkel, da könnte eine Kerze irgendwie hin, ne? Haben wir noch eine Kerze hier auf dem Dingens? Die sind aber, glaube ich, Standard drin, aber da sind noch 2. Das bedeutet, wir stellen die mal gerade rüber. Deko-Kerzen, da. Ich würde jetzt sagen, wir machen die mal hier hin und dann gucken wir mal, wie sich das macht, oder? Kommt einer und trägt die rüber. 3 Stück sind davon noch. Nee. Ist gerade keiner für zuständig, oder wie sehe ich das? Doch, jetzt kommt sie. Ja, jetzt ist da auch hell, ne? Hier stehen Kerzen drin, hier könnte noch eine hin. Dann machen wir das doch noch, oder? Also wir haben keine Shift-Taste gedrückt, deswegen ist die Kerze jetzt nicht hier ausgewählt. Ja, Hose einfach dahin, egal. Gut. Hafen sind da noch. Das ist ein Blumenkübel. Jetzt wird die Kerze hier rübergestellt. Alles gut dann. Da sind schon noch ein paar Sachen da, ne? Müssen wir mal gucken. Was wir da so machen. Hier fehlt noch so ein Teil, das muss noch gebaut werden. Blumen sind aber alle da. Ja, nur diese dekorative Kiste, ne? Die bepflanzte Kiste, die ist jetzt nicht mehr dabei. Da hat er wieder einen Stein gekriegt. Das sind nur noch 36. Okay. Was haben wir denn hier eigentlich? Ein Lager oder was ist das? Prepared Food soll da rein. Okay, haben wir aber nicht. Meine Stockpile. Ist alles ausgeschlossen, ne? Das ist auch alles ausgeschlossen. Achso, dann kann ja auch nie was hinkommen, ne? Hier kommen jetzt die fertigen Sachen und dann sehen wir die da auch mal, oder? Bringt nur keiner was hin wahrscheinlich, weil gerade sowieso nichts da ist, oder? Ja, sieht so aus. Ja, wir brauchen ein bisschen mehr Punkte hier, damit wir ein paar Leute kriegen, ne? 16 sind jetzt nicht gerade viel. Soldier 7, Heroes 2. Da kommt gerade ein Hero, ne? Hat sich irgendwie was zu essen geholt oder so? Kann das sein? Wurde da jetzt was abgelegt? Nein, ne? Nee, das ist jetzt gerade nur einer da vorbeigegangen oder sowas. Ja, ein Schweinchen haben wir nicht. Da müsste man mal gucken, dass man mal eins vom Händler gleich kriegt oder so. Das wäre der einzigste Weg. Wasser plätschert hier nicht runter, ne? Ne, ich schaff's gerade nicht hoch. Gut, gehen wir nochmal in den Keller gucken. Ja, hier wird noch weiter entdeckt. Da ist schon entdeckt. Hier ist auch noch nicht ganz klar, was dahinter noch kommt. Da ist oben Geist. Ah, hier ist der Weg, der zurückgeht und da geht es noch in diese Richtung. Und hier wurde auch noch ein bisschen weiter entdeckt. Na, guck mal, er war gerade hier unterwegs. Ah, habe ich nicht mitgekriegt. Ja. Der ist aber auch glücklich und zufrieden wahrscheinlich, ne? Da war auch noch eine Stelle.
Ja, hier hat man bergbaumäßig schon mal weiter ausgehoben, ne? Dass wir da mal vorankommen, gucken, was dahinter. Hier muss ja auch noch was sein, ne? Wer weiß, ob es hier weitergeht, das ist jetzt die Frage, ne? Das müsste man gucken. Ist das hier? Iron Maze, okay. Oh, da hat man einen vergessen. Ein Toponovic. The Zombie. Da wird jetzt auch keiner reingehen, ne? Weil das ist ja schon entdeckt dann, oder? Ja, den Toponovic, den könnte man jetzt hier sehen, aber ich kann jetzt nicht sagen, greift ihn mal an, oder? Da müsste man schon Dingens hier einen Punkt, wie heißt er? Sag schon, ein. Da oben wird gepickt. Ein Patrouillenpunkt machen, ne? Da hat sich hier auch nichts geändert. Nochmal bitte. Aber er geht jetzt weiter wahrscheinlich jetzt hoch. Ah, hat einen Stein in der Hand und nimmt den mit, alles klar. Gut. Der bringt dem Händler noch einen hoch, ne? Der noch wie viel kriegt? 15. Läuft beim Händler, ne? Ja, hier ist überall noch was zu entdecken. Was machen die beiden Helden jetzt gerade? Der eine ist in der Arena. Und der andere läuft gerade runter. Dann gucken wir, was der macht. Ja, der geht hier hin. Das ist cool. Kann auch ein bisschen was weiterentdecken. Und jetzt geht er wieder zurück. Das ist echt doof. Na. Schon ausgehungert, ne? Auf der langen Strecke oder so. Oder total müde vom Laufen. Ja. Gibt es auch kürzere Wege? Gute Frage, ne? Müsste man sich hier so durchbohren, ne? So zum Beispiel, ne? Dann noch hier. So, mal gucken. Und dann hier. Achso, dann müssen wir erst wieder anmachen. Und dann kann er Abkürzung nehmen, wenn, ne? Aber der geht jetzt erstmal hier gucken. Oh, da ist aber noch ordentlich Platz hier. Ist das Spiel in Pause? Erstmal hier. 11, okay. Dann haben wir wahrscheinlich jetzt hier einen Angriff. Genau so ist es. Okay, das sind ein paar mehr. Lass mal weiterlaufen. Welche Etage? 18. Also sind die gerade unten gespawnt. Aber da ist er nicht unterwegs. Ne, doch, da ist er unterwegs. Dann kommt er da auch vorbei. Aber er hat keinen gesehen. Vorbeigelaufen. Ja, das wird spannend, ne? Wenn die dann gleich loslegen. Reichlich Spinnen. Die sind jetzt nicht so entscheidend. Die Zyklopen, da sind schon ein paar mehr, ne? Ja, irgendwann ziehen sie jetzt gleich los. Jetzt geht die Runde los. Auf jeden Fall laufen die Spinnen gerade. Ein Goblin oder was war das? Keine Ahnung. Ja, ein Goblin, der ist auch schon unterwegs. Hier marschiert die Runde. Er ist da vorne. Und geht da gleich hoch. Schon hier.
und ist oben. Ach, da war noch so ein anderes Fiona dabei. So, jetzt läuft's. Hier wird gekämpft. Und der Goblin ist da wohl geschlagen. Hier geht's weiter. Der Held kommt unterstützen, also beide Helden sind hierbei. Das ist schon mal gut, aber... Das ist kein schlechtes Spiel, sehe ich gerade so, ne? Okay, haben sie geschafft, aber hier kommen jetzt die ganzen Spinnen. Da war jetzt einer von unseren Leuten dabei, der dann wahrscheinlich gleich... Emily de Broil wird gleich sterben, der Bergmann. Obwohl es wahrscheinlich eine Bergfrau ist, ne, oder? Da kommt der Held zu Hilfe, das ist schon mal etwas. Obwohl, sieht so aus, als ob das doch einigermaßen klappt hier, ne? Jetzt sind die Zyklopen noch dabei, jetzt wird's ernst. Mortally wounded, severely wounded. Jetzt hauen sie beide ab. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die abhauen. Davon ausgegangen, dass die beide sterben werden. Hier geht's jetzt weiter. Die haben wir gerade aber keinen Erfolg gehabt. Das sind Vierer hier, das ist schon mal gut. Er läuft hier bis hinter dem Händler hinterher, oder was? Okay. Noch läuft's gut. Keinen einzigen Verlust. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Die Spinne ist auch tot. Weiß nicht, wo die anderen hin sind. Wahrscheinlich doch schon alle außer Gefecht, oder wie? Ja, war ja genug zu hören, so. Ne? Geräusche des Ablebens. Von Monstern. Okay. Wie sieht's denn so aus? Oh, 46 von 46. Dann müssten ja jetzt gleich welche kommen. Weil die so positiv gekämpft haben, oder weswegen? Na? Lässt auf sich warten, wa? 47, oh, jetzt ist aber fällig. Und dann kommt der Jingle. Ja, nicht, oder was? Spiel läuft doch noch, ne, oder? Natürlich nicht, ne? Und hier sind nochmal eine ganze Reihe, okay? Das soll jetzt nicht das Problem sein. Höchstens für die, sag schon, Neuankömmlinge gleich. Und da ist die Frage, von wo sie kommen werden. Drei neue Leute. Ich hoffe, die sind schneller an Waffe und sowas. Dass sie nicht sterben. Wenn es ganz schlecht läuft, kommen sie von hier, oder? Aber es sieht nicht so aus. Die gehen hier rein auf jeden Fall. Jetzt geht die Wanderung los. Aber so wie es aussieht, sind die Dreier passend unterwegs, ne? Haben aber noch nichts. Das wäre sehr ärgerlich, wenn sie jetzt den hier den Weg kreuzen. Ohne irgendeine Rüstung, ne? Oder Waffe. Okay. Hier hört man sie sterben. Okay. Da wird gekämpft. Der grüne Schleim ist unterwegs. Wir sind ordentlich am Kämpfen. Ich will hoffen, dass keiner von den dreien dabei ist. Einer hat wenigstens schon einen Helm.
Die sind bestimmt runtergegangen zum Waffe holen. Das wäre das Positivste. Das war jetzt aber nicht die, ne? Nee, die sind woanders. Sind auf jeden Fall im Keller irgendwo am Laufen. Ja. Dann sind sie von dem Angriff wahrscheinlich verschont geblieben, würde ich sagen. Okay, da wird jetzt der Helm wahrscheinlich geholt. Jo. Alle haben schon einen Helm, hier schon eine Brustplatte dabei. Ja, okay, das hat auf jeden Fall eine Überlebensgeschichte gegeben von den dreien, ne? Für diese Runde. Irgendwo war wohl noch ein grüner Schleim, oder? Ist noch irgendwo einer versteckt oder so? Naja. Das geht erstmal so weit. Ja, die... Einer ist gestorben. Schade. Naja, kann man nichts machen, ist halt so. So, was haben wir jetzt hier? 5, 1, 6, 1, 3. Ja, lass er erstmal weitermachen. Und der Händler muss noch kommen und dann schauen wir weiter. Ja, aber ich würde sagen, für die Runde soll es erst genug sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Macht ein Abo, gebt einen Daumen hoch und schaltet euch die Glocke an, damit ihr alle Infos mitkriegt etc. Ne? Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.